Ganze gleich noch einmal. Nicht übermütig werden. Nur die drei besten Cheerleader-Teams werden in den Frühjahrsferien zum berühmten Cheerleader-Camp am Jammersee eingeladen. Und dann kommen die nationalen Monsterschaften. Nichts wird... Frankie, du übertreibst mal wieder die Beinarbeit. Also, na ja, beim vielen Rucken und Zucken kommt man eben ruckzuck aus dem Tritt. Wenn du hier deine Cheerleader-Probezeit überstehen willst, solltest du dich sammeln. Hast du verstanden, Frankie? Julia, hol mir bitte etwas zu trinken. Und ihr anderen übt weiter. Gib mir deinen, dann kriegst du meinen. Mit dem sieht mein Gesicht blau aus. Aber dein Gesicht ist blau. Hey, Frankie, wie läuft das Training? Oh, super. Bist du sicher? Leo ist ja auch gar nicht anspruchsvoll. Oder überheblich. Oder nervig. Oder arrogant. Okay, aber doch nur, weil sie das Beste aus uns herausholen will. Und es ist gut, Ziele zu haben. Hör mal, Dilo. Ich heiße Draculaura. Deine Schulter brennt. Oh! Du tust so, als würde ich dich völlig kalt lassen. Aber wart's nur ab. Du wirst mich nämlich zum Geisterball begleiten. Au, warum kneifst du mich? Weil du träumst, wenn du glaubst, dass ich dich begleiten werde. Lass uns hier verschwinden, bevor du endgültig abblitzt. Heath ist so nervig. Aber irgendwie gefällt er mir. Kann mal jemand mich kneifen? Das war grauenhaft. Machst du Witze? Die Choreografie war fantastisch. Fantastisch reicht nicht. Ihr müsst absolut perfekt sein, sonst könnt ihr das Cheerleader-Camp vergessen. Du hast recht. Wie immer. Wir wollten dir etwas zeigen, was wir neu einstudiert haben. Gib mir ein W, gib mir ein E, gib mir ein Q, U, I, T. Wir steigen aus, wir steigen aus. Soll das ein schlechter Scherz sein, oder was? Oh, das ist kein Scherz. Wir lassen uns von dir nicht mehr herumkommandieren. Wir werden im Grusikill des Schultheaters groß rauskommen. Genau das Richtige für coole Miezen wie uns. Viel Erfolg bei den Monsterschaften. Was willst du noch hier? Ich bin noch so jung und niemand nimmt mich ernst, außer dir. Und deshalb nehme ich das Cheerleading ernst. Also bleibe ich hier. Ach, das hat aber gedauert. Hey, und wo ich jetzt die Einzige hier bin, könntest du nicht meine Probezeit beenden? Gut, du bist in das Team aufgenommen. Ich nehm's zurück. Los, Gulia, du musst dir Flugblätter ausdenken. Wir suchen uns neue Talente. Vortanzen morgen früh.